Jurassic World Dominion ist jetzt in den Kinos angelaufen und die Meinungen sind ja bekanntlich gespalten. Dazu habe ich jetzt auch schon zwei Videos gemacht, beziehungsweise einen Livestream, den kannst du gerne nachholen, den habe ich dir mal hier oben verlinkt und eben noch meine spoilerfreie Review. Dazu bin ich auch mal auf das Thema eingegangen, wie Kritiker mit dem Film umgehen, da es tatsächlich relativ unfair ist. Das sage ich als jemand, der mit dem Film auch nicht sonderlich viel anfangen konnte, aber irgendwie bin ich eben der Meinung, dass man bei bestimmten Filmkritiken seine eigene Meinung sehr klar darstellen sollte und das Ganze eben nicht als eine allgemeine Tatsache in den Raum schmeißen müsste, dass der Film einfach schlecht ist. Fakt ist nämlich auch, dass Jurassic World Dominion aktuell der erfolgreichste Teil, der finanziell erfolgreichste Teil der gesamten Jurassic-Reihe werden könnte. Zwar spielte der Film an seinem Startwochenende lediglich 148 Millionen US-Dollar ein und ist damit auf Platz 3 der Einnahmen der Jurassic World Trilogie. Jurassic World konnte im Jahr 2015 ganze 208,8 Millionen US-Dollar einspielen. Allerdings gehen Experten davon aus, dass Jurassic World Dominion das sogar noch aufholen könnte. Ob das wirklich der Fall sein wird, das steht erstmal noch im Raum, da müssen wir noch auf spätere Auswertungen warten. Allerdings stehen die Prognosen gut, dass Jurassic World Dominion der erfolgreichste Jurassic-Film aller Zeiten wird. Was das für die Zukunft des Franchise bedeutet, erfährst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie es jetzt weitergehen könnte mit dem Jurassic-Franchise. Und dabei muss man, meiner Meinung nach, bestimmte Dinge berücksichtigen. Zum einen bin ich mir relativ sicher, dass wir jetzt so ungefähr nochmal 1 bis 2 Jahre warten müssten, bis Jurassic Park oder World oder wie auch immer das neue Zeitalter dann genannt wird, uns erwartet in Form eines Films, einer Serie, wie auch immer. Denn aktuell werden noch die Kritiken und eben auch die Einnahmen vom Filmstudio genauestens überwacht. Das heißt, hier wird ein Auge drauf geworfen. Wie viel spielt der Film denn ein? Wie positiv sind denn die Resonanzen von Fans und eben auch von Kritikern? Demnach könnte das Jurassic-Franchise generell in eine ganz andere Richtung rücken. Denn hier wird darauf geschaut, okay, Jurassic World Dominion ist anders als die anderen Filme. Hier wird wesentlich mehr Fokus auf die Action gesetzt. Das Ganze ist ja schon fast ein Agenten-Thriller mit ich schleiche mich in eine Anlage rein Passagen und jetzt schaut man genau da drauf, wie kommt das bei den Zuschauern an? Die Resonanz aktuell, bei den Zuschauern kommt das sehr gut an, bei den Kritikern eher weniger und jetzt haben wir dann eben hier dieses Schwarz- und Weiß-Passagen. Was wird das für die Zukunft des Franchise bedeuten? Universal wird da ein Auge drauf haben. Wenn der Film weiterhin so erfolgreich ist an den Kinokassen und an den Kritiken der Zuschauer, wie er aktuell wie der aktuelle Stand ist, dann wird man eventuell mehr in eine solche Richtung gehen. Das heißt, wir werden vielleicht Filme bekommen, die eine eigene Geschichte erzählen werden, nur dass diese Handlung eben in einer Welt stattfindet, die von Dinosauriern bevölkert ist. Das heißt, Theorie Nummer 1, die Saurier könnten in den Hintergrund rücken und diese Welt, in der sie leben, in den Vordergrund. Was meine ich damit? Wir bekommen ähnlich jetzt auch wie in Jurassic World Dominion eine eigene Geschichte, bei der es um Personen geht. Und diese Geschichte spielt sich aber in einer Welt ab, in der überall Dinosaurier auftauchen. Die werden dann hier und da auch mal mitten in die Geschichte integriert werden, bin ich mir sicher, aber im Fokus werden eben dann diese Figuren stehen. Ich finde es ein sehr interessantes Konzept, weil man so wirklich mehr Freiheiten hätte, komplett neue Geschichten zu erzählen, die aber trotzdem noch zum Jurassic-Franchise gehören. Das würde mit Sicherheit sehr vielen Leuten auch wieder übel aufstoßen, aber ich sage ganz ehrlich, mir kann die Trilogie, die Originaltrilogie von Jurassic Park, keiner mehr nehmen. Deswegen sage ich ja, ich bin gespannt drauf, ob man sich wirklich sagt, okay, jetzt machen wir einfach frei heraus irgendetwas, was wir eben machen können mit diesem Franchise. Wir bauen einfach eine komplett neue Welt auf, ein komplett neues Universum mit verschiedenen Geschichten, die alle in einer Welt spielen, die von Dinosauriern bevölkert wird. Das wäre Theorie Nummer 1, wo ich mir vorstellen könnte, ja, das könnte man nach aktuellem Stand so machen. Natürlich wird sich Universal aber auch die negativen Kritiken anschauen, weil auch die nicht wirklich wenig im Internet rausposaunt werden. Es sind meistens so eingesessene, sture Fans, so wie ich, die irgendwie alles bemängeln, was nicht genauso ist wie der erste Film und da muss ich mir selber an den Kopf greifen. Ist eine doofe Einstellung, aber das kann ich persönlich auch nicht abschütteln. Jurassic Park hat bei mir sehr viel Nostalgie hervorgerufen. Das hat Jurassic World leider nicht mehr geschafft, auch wenn sie es eben sehr stark versucht haben. Und jetzt kommen wir zu dem springenden Stichwort Nostalgie. Es könnte in naher Zukunft bestimmte Geschichtsstränge geben, die entweder vor dem Jurassic Park spielen, das heißt Geschichten, die sich auch nicht auf Dinosaurier beziehen, weil das eben noch vor Erschaffung der Saurier spielt. Wir erfahren eventuell, wie der Jurassic Park gebaut wurde, wie die ersten Unfälle passiert sind, also eben auch Dinge, die wir aus dem Buch ganz zu Beginn beschrieben bekommen. Oder wo ich sehr viel Lust drauf hätte, wäre eine kleine Serie, die uns zeigt, was parallel zu den Ereignissen des Original Jurassic Parks stattfindet. Stellen wir uns einfach mal dieses Szenario vor. Wir sehen eine Geschichte aus der Sicht einer ganz normalen Familie, die quasi zu einem Probeurlaub
in den noch nicht offiziell geöffneten Jurassic Park eingeladen werden. Die können dann die Hotels so ein bisschen auschecken und leben ein ganz normales Urlaubsleben. Also ein ganz normaler Vater, der nichts mit dem Park zu tun hat, eine Mutter, die nichts mit dem Park zu tun hat und eben dann noch zwei Kinder. Die leben das ganz normale Urlaubsleben. Wir bekommen ein paar Attraktionen gezeigt, die eben auch zum Jurassic Park aus den 90ern passen würden. Und plötzlich eines Morgens wachen sie auf und merken, überall blinken diese roten Lampen. Die Familie begreift also nach und nach, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Parallel zu den Geschichten also, die wir aus Jurassic Park 1 erleben mit Dr. Alan Grant, Ian Malcolm und Ellie Sattler, passiert diese Geschichte. Und so könnte ich mir vorstellen, dass man so versucht, auch die Leute abzuholen, die eben in dieser Nostalgie gefangen sind, ebenso Leute wie mich. Auch hier hätte man wieder die Möglichkeit, den Fokus auf längst bekannte Charaktere zu setzen und deren Geschichte weiter auszubauen. Nur als Beispiel in dem Jurassic Park The Game Spiel, das mal offiziell Kanon gewesen ist. Aktuell streitet man sich so ein bisschen darüber, ob das noch in den Kanon reinpassen würde oder nicht. Aber hier bekommen wir einfach die Schwester und den Vater von Sarah Harding vorgestellt. Man könnte also auch Geschichten erzählen von anderen Personen in dem Park, die vielleicht irgendwie Bezug zu den Originalfiguren haben. Abseits von dem könnte man, was ich sehr interessant finden würde, auch die Geschichte von Maceys Mutter, / Originalperson, Mutter, Klon, ist so kompliziert. Abseits davon könnte man auch die Geschichte von Maceys Mutter erzählen, die ja auf Anlage B gearbeitet hat, oder generell Geschichten von Anlage B. Was ist denn da wirklich passiert? Wir wissen von dem Hurricane, aber wie genau ist das denn abgelaufen? Der Hurricane wird die Zäune niedergerissen haben und trotzdem müssten ja die Mitarbeiter flüchten. Man könnte also das gesamte Chaos, was wir in Jurassic Park 1 erlebt haben, nun auch auf Anlage B zeigen und daraus eine Miniserie oder einen Film machen. Das wäre auf jeden Fall Option Nummer 2, wo ich sage, ja, somit könnte man auch noch die Fans abholen, die eben diesen Nostalgiefaktor brauchen. Möglichkeit Nummer 3 ist die unwahrscheinlichste Möglichkeit, denn die würde die ersten beiden komplett ausschließen und das glaube ich nicht, da Jurassic World ja ein relativ offenes Ende hat. Es ist als Great Conclusion angeteasert worden, aber man achtet eben jetzt drauf, wie gut kommt der Film an und wenn der Film eben weiterhin so finanziell und von den Zuschauern gut bewertet wird, wie es eben aktuell ist, dann wird man da noch irgendwas dran setzen oder weitere Geschichten erzählen. Sollte man allerdings sagen, nee, wir sagen jetzt, wir machen hier wirklich einen Cut und Jurassic World ist hiermit auch vorbei, die Jurassic-Saga endet hiermit, könnte man sich für eine neue Herangehensweise entscheiden, wie zum Beispiel ein Remake, das stark auf das Buch fokussiert ist. Was der große Unterschied ist, werden jetzt viele fragen, die das Buch eben nicht kennen. Das Buch ist sehr viel brutaler. Es ist mehr Richtung Horror, schon fast Splatter. Also eine Richtung, die als Film nicht mit einem FSK 12 durchgehen würde. Sogar ein FSK 16 wäre hier wahrscheinlich eher fraglich. Ich meine, Dennis Nedry bekommt den Bauch aufgeschnitten und während er noch lebt, fängt der Dilophosaurus an, ihm die Innereien rauszuziehen. Das sind eben so Sachen, die man auch noch machen könnte. Warum diese letzte Möglichkeit allerdings sehr unwahrscheinlich ist, eben weil man dann wieder alles komplett auf Null setzen müsste und zum anderen, weil das Franchise sich ja jetzt einen kompletten Markt erschlossen hat. Nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Ich meine, Jurassic Park hat schon immer Kinder fasziniert, aber das, was sie jetzt mit Jurassic World gemacht haben, geht eben sehr in eine Familienfilmrichtung. Und das hat eben auch seinen Grund. Ihr müsst euch das so vorstellen, da hocken wirklich Leute bei Universal und analysieren aktuell den Markt. Was nimmt am meisten Geld ein? Das sind Universen, die aufgebaut werden. Das sind kinderfreundliche Filme, also Familienfilme, quasi Marvel. Warum versucht jeder Marvel nachzumachen? Weil Marvel eben einfach verdammt erfolgreich ist. Das kann man nicht leugnen. Das heißt, ich würde sehr stark davon ausgehen, dass man auch eher in diese Richtung nicht unbedingt Universum geht, aber dass man eventuell Parallelgeschichten erzählt von Figuren, die wir vielleicht schon kennen, von Figuren, die Bezug zu Figuren haben, die wir bereits schon kennen, oder eben Vorgeschichten. Dass wir jetzt eben hier diese Timeline haben, das soll jetzt die Timeline sein, und dann spreizen wir einfach nur hier verschiedene Geschichten aus der Timeline raus. So könnte ich mir vorstellen, dass man erst einmal so weitermacht, dann würde nämlich auch das Thema Great Conclusion nicht verfälscht werden, dann wäre Jurassic World Dominion trotzdem ein Abschluss gewesen. Da wird es irgendwann sicher auch noch weitergehen, aber ich glaube, das nächste, was uns erwarten würde, wären abgespaltete Projekte von dieser Haupttimeline, ähnlich wie in der Form von Filmen oder eben auch Serien. Schreib mir jetzt auf jeden Fall in die Kommentare, wie du dazu stehst. Glaubst du, dass das passen würde? Hast du eine eigene Vermutung, wie es weitergehen könnte? Ihr habt mir jetzt ja auch schon aufgrund der Verlosung, die ich im Livestream preisgegeben habe, einige Geschichten geschickt. Schreibt mir mal in die Kommentare unten rein, was meint ihr? Wie könnte das Ganze weitergehen? Wünscht ihr euch ein Remake? Hofft ihr auf ein Universum? Im Endeffekt können wir jetzt erstmal nur abwarten, wie sich der Film entwickelt, aber laut aktuellem Stand ist der Film dermaßen erfolgreich, dass Universal hier nicht einfach sagen wird, wir hören jetzt hier auf. Es wird weitergehen, da bin ich mir zu 99,9% sicher. Die Frage ist eben nur wie. Ich bin mehr als gespannt drauf, was sie mit dem Jurassic Franchise anstellen werden und denke mal, das geht den meisten so. Auch den Leuten, die den Jurassic World Dominion Film eben nicht so genossen haben. Ich glaube, trotz allem wird es sehr interessant sein, wie man jetzt in die
nächste Richtung einschlägt. In diesem Sinne bin ich auch raus mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.